Diese Episode wird dir präsentiert von der Lux 99. Wir pflanzen Vertrauen. Link in den Shownotes. Bei uns Erzug und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Wie hat das Publikum deine Rede so aufgenommen bezüglich der politischen Situation? Haben die das verstanden? Ja, die haben das verstanden. Das Publikum hat die Rede gut aufgenommen, würde ich sagen. Also, ich habe ja auch, also ich meine, hey, unser Freund Dr. Ogen hat es ganz gut gesagt, es ist immer leichter, einen Sieg zu verkaufen, als Leute zu ermahnen, was zu tun. Ja. Und jetzt ist es halt mal ein Teilerfolg, der da verkauft wurde und wir haben zusammen gefeiert. Aber ja, die haben das gut aufgenommen, also die haben schon gefeiert. Ich habe ja gesagt, wenn ich bin für Konsumkompetenz und wenn ich weiß, was ich tue, dann will ich auch meine Nase ziehen dürfen. Mhm. Also nicht ich per se, sondern dass man das dann kann. Mhm. Oder wenn ich weiß, was ich tue, so, dann will ich in Deutschland auch LSD konsumieren dürfen. Und zwar legal und nicht immer mit dieser Katz-und-Maus-Geschichte mit den Derivaten. Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Ich fand auch, dass das Publikum echt gut dabei war. Also du hast ja eine gute Mitte gefunden. Ne? Du hast einerseits das alles gefeiert und auf dich wirken lassen. Du hast aber auch direkt gesagt, dass es jetzt noch nicht vorbei ist und dass wir jetzt noch weiterkämpfen müssen. Ne? Also das war schon eine ausgewogene Mischung und die Leute sind, glaube ich, gut dran geblieben auch. Cool. Ne? Den Eindruck hatte ich auch. Natürlich habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was ich da quatsche, weil ich habe mich ja nicht vorbereitet. Aber ich wollte eigentlich auch noch ein paar Seitenhiebe an unsere bayerischen politischen Freunde raushauen, aber das habe ich alles vergessen. Ja, ist auch, glaube ich, schwierig. Nö, ist das, was man machen muss. Also, ja, die brauchen das so. Ja, so die allgemeine Atmosphäre und die Stimmung, wie kam die bei dir so an? Ich finde, es war ein geiler Tag. Es war Sonne. Mhm. Also gezählt waren, glaube ich, 4.000, 5.000 Leute. Mhm. Es war Sonne. Es war deutlich wärmer, als ich dachte. Mhm. Und es war halt ein Feiertag für uns. Ne? Also es war total friedlich. Ich glaube, einmal haben sich irgendwelche Leute ein bisschen geschubst. So. Mhm. Aber die haben auch Alkohol getrunken. Ja, okay. Ansonsten war das halt eine ganz friedliche Veranstaltung, wo wir alle zusammen die Teillegalisierung gefeiert haben. Und das war einfach toll. So. Mit ganz vielen Freunden und Kumpels diesen Tag zusammen zu feiern, hat mir ganz viel Kraft gegeben, der Tag. Ja, ich fand das auch sehr schön. Du wolltest ja erst gar nicht hin, weil es dir nicht so gut ging und hast dich dann Gott sei Dank doch dazu durchgerungen. Ja. Mir hat der Tag auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte zwar nicht ganz so einen guten Tag, weil ich ja auch noch am Fasten war, aber ich hätte mir das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Auf gar keinen Fall. Stimmt, du hast gefastet. Da gibt es übrigens einen Vlog auf die Lemkes. Verlinken wir euch unten. Jenny hat 7 Tage lang nichts gegessen. Schaut euch das gerne mal an. Ich bin fast verhungert. Ja, aber es war Feiertagsstimmung. Und du hast ja, also ich meine, du hast ja wieder einen rausgehauen mit deinem Make-up. So. Alle haben dich angeschaut, so, alle haben das total gefeiert. Das war cool. Was ich auch super geil fand, war dieser Moment auf der Bühne, 16, 20, also 420. Oh ja, das war Hammer. Wo wir alle auf der Bühne standen, alle Redner, alle Künstler. Und die Anhängsel. Das war toll. Das war wirklich toll. Das war einer der schönsten Momente, wie wir da alle zusammen die Prohibition beerdigt haben. Ja, wir haben den Countdown runtergezählt und das war einfach nur so krass, wie dann auf einmal überall aus der Menge diese Rauchschwaden hochkamen. Ich dachte mir so, boah, ich hatte richtig Gänsehaut, ne? Und dann haben wir ordentlich abgefeiert, definitiv. Ja. Ja, das war eins der Highlights, oder? Würde ich mal sagen. Sind noch irgendwelche Sachen, die dich ganz doll gefesselt haben oder die dir im Gedächtnis geblieben sind? Ich habe mich gefreut, Green wiederzusehen. Oh ja. Ich habe mich gefreut, mit Dark, wer war noch am Start? Sick? SZA, Sick. War Lukas auch da? Weiß ich gerade gar nicht. War Lukas da? Weiß ich gerade auch nicht. Ich bin nicht so mit Namen. Wenn ich mir das Gesicht zeige. Doch, Lukas, klar, Lukas war auch da. Klar, der hat doch nochmal eine Tasse abgewaschen, als wir dann am Ende dabei. Ah ja, stimmt. Ja, also die Crew da zu sehen, so, das war schon echt cool. So,
kurzweilig und lässt auch so ein bisschen die Sorgen des Alltages gerade so ein bisschen vergessen. Es waren ja auch einige, die nicht aus Berlin kommen, da, ne? Uli war da. Hm. Liebe Grüße, Uli, an der Stelle. Der Patron, El Padre, Daniel natürlich, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Das war schön, das war einfach toll, es war so Klassentreffen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich 16. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Richter Müller war auch da. Du warst ja nicht der Einzige auf der Bühne, also zusätzlich zu den ganzen Musikern waren ja noch ein paar andere Redner. Wer war denn alles da? Der Ehrenbruder Sick und der Online-Prävention, sein Vater. Der war leider sehr spät dran, ne? Er war super spät dran. trotzdem bin ich mega dankbar, dass die beiden früher gekommen sind, um auch meine Rede dann schon zu sehen. Mhm. Richter Müller war da. Ja. Das war offiziell sein letzter öffentlicher Auftritt. Mhm. Ich glaub's nicht. Dafür hat der Mann viel zu viel Feuer im Hintern. Definitiv. Und also trotzdem muss man ihm extrem dankbar sein für den ganzen Kampf, den er geführt hat, auch aus unschönem Start heraus. Der Handverband Berlin war da, Magdeburg war auch da, habe ich gesehen. Tobi von Hanfner hat gesprochen. Dann natürlich Daniel, der gesprochen hat. Micha war ja quasi immer da. Micha ist Moderator gewesen, hat aber auch gesprochen. Mein Freund Fabian Steinmetz hat gesprochen. Wer hat noch gesprochen? Feline von My Brain, My Choice. Genau. Also die haben alle noch gesprochen. Wie gesagt, Masimoto war da, Green war da, Marvin Game, das war schon echt ein geiler Tag. Und unter den Speakern, wart ihr euch da alle einig oder gab es da irgendwelche Themen, wo man sagt, na, nicht so ganz das, was ich befürworte? Also der Grundtenor ist, da sind wir uns schon alle sehr einig. Ach, Atesh war noch da, Atesh Göpina von der Linken. Mit dem habe ich auch noch ein bisschen gequatscht. Cooler Dude, der war auch schon bei uns im Podcast. Zieht euch gerne die Episode rein. Eigentlich waren fast alle von denen schon bei uns im Podcast. es muss weitergehen. Und Cannabiskonsum sollte das Normalste auf der Welt sein dürfen. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch den Umgang damit erlernen. Und wir sind uns auch alle einig, dass die Volljährigkeit auch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Nummer ist. Mhm. Nicht so wie bei Alkohol, wo du schon ab 14 Hartstoff trinken darfst unter Aufsicht deiner Eltern, ab 16 dann selber dir den Stoff kaufen kannst. So, das ist ja, das sind ja die Cannabis Befürworter und die Cannabiskonsumenten viel, viel fortschrittlicher als die Alkoholkonsumenten, die das gar nicht verstehen. Warum soll denn das jetzt nicht in Ordnung sein? Also der Grundtenor ist klar und ich weiß gar nicht, ob es, also es gibt ja immer Nuancen und Meinungsverschiedenheiten gibt es immer zwischen den Aktivisten auch, was mich persönlich echt total stört, weil, das habe ich auch auf der Bühne gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass wir in einer One Love Community, wo wir alle das gleiche Ziel haben, wo wir friedlich für unsere Rechte einstehen, dass wir uns da gegenseitig bekriegen und dass ganz kleine Aktivisten Morddrohungen bekommen, weil sie falsch zitiert wurden oder weil sie aus ihrer Vergangenheit noch Tattoos haben. Jeder hat irgendwie eine Vergangenheit. Also ich hoffe, dass das sich ASAP ändert, weil so eine Leute haben in der Community gar nichts zu suchen. Ja, und ich finde es schlimm, dass dann die, ich sag jetzt mal, die Aktivisten dadurch so ausgebremst werden und im Endeffekt schon gar keinen Bock mehr auf die ganze Community haben, sich überhaupt dafür auszusprechen,
weil sie einfach diesen Shitstorm nicht mehr abkriegen wollen. Weil er hat das Gefühl, egal was man sagt, es wird immer irgendwas gefunden, es wird immer irgendwas im Mund umgedreht, dass man denjenigen runter machen kann. Absolut. Also klar, wer in die Öffentlichkeit geht mit seinem Gesicht und seiner Meinung, der muss damit rechnen, dass Leute antworten. Mhm. Aber ich finde, dass wir die Debattenkultur so ein bisschen verloren haben. Früher war es möglich, sich gegenseitig anzuschreien, verschiedene Meinungen zu haben und dann ist man danach aber trotzdem gemeinsam irgendwo hingegangen und hat akzeptiert, dass der andere einfach eine andere Meinung hat oder manche Punkte anders sieht. Heute ist das gefühlt ein ganz krasses Ding bei uns in der Gesellschaft. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich und dann bist du halt der Feind so. Und diese extrem Schwarz-Weiß-Malerei, die führt uns in ganz gefährliche Regionen und an der Stelle muss ich es einmal sagen und danach will ich darüber auch gar nicht mehr groß reden. Faschismus ist nicht eine rein rechte Sache. Es gibt auch linken Faschismus. Und Menschen ihre Individualität abzusprechen, das ist meines Erachtens nach absolut kontraproduktiv für eine gesunde Gesellschaft und auch menschenfeindlich.